Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute geht es um Rokoko Schmuckkästchen. Das ist die erste Erweiterung zum Grundspiel Rokoko. Rokoko Schmuckkästchen ist die erste Erweiterung zu Rokoko und von den Autoren Luis und Stefan Malz mit Illustrationen von Michael Menzel. Es ist bei Eggert Spiele und Pegasus Spiele erschienen. Die kleine Schachtel bringt ein neues Tableau, ein paar Karten und einige Marker mit sich. Das Schmuckkästchen erweitert Rokoko mit dem Juwelierplan, Schmuck und der Möglichkeit, Lehrlinge und Gesellen auszubilden. Bei der Spielvorbereitung wird nun der Juwelierplan neben dem Spielplan platziert und die Schmuckplättchen verdeckt bereitgelegt. Es gibt neue Arbeiterkarten für die Stufen 5 und 2. Bei Stufe 5 werden die zwei alten Meister mit den neuen Neuen vermischt und gibt zwei davon zu den normalen Karten der Stufe 5. Die restlichen Neuen werden über das Meisterprüfungsfeld des Juweliertableaus gelegt. Das gleiche geschieht mit den zwei normalen und den neuen Gesellen der Stufe 2. Die 10 spezialisierten Lehrlinge werden gemischt und jeder Spieler erhält verdeckt einen davon. Dann erhält jeder Spieler eine Prüfungskarte, die er mit der Gesellenprüfung nach oben vor sich ablegt. Das Juweliertableau zeigt einige Ausstattungsfelder, die man mit der ganz normalen Aktion bestücken darf. Jeder Spieler darf maximal eins dieser neuen Felder finanzieren. Ab jetzt ist es ihm erlaubt, beim Verleihen von Kleidern Schmuckstücke mitzugeben. Die Schmuckstücke verhalten sich ähnlich wie die Kleider, werden also zufällig auf dem Tableau verteilt und am Ende der Runde verschwinden jene auf den dunklen Fenstern und der Rest rutscht auf und wird dann aufgefüllt. Schneidert man ein Kleid, kann man ein ausliegendes Schmuckstück aussuchen und bezahlen. Ringe sind für die Männer, Colliers für die Frauen. Stimmt die Farbe des Schmuckstückes mit der Hauptkleidfarbe überein, erhält man als Bonus ein verdecktes Rohstoffplättchen. Der Schmuck sorgt am Ende der Runde für Einkommen und punktet am Spielende entsprechend dem aufgedruckten Wert und eventuell durch persönliche Schlusswertung, die es durch die neuen Meister gibt. An diese kommt man am besten durch das Ablegen von Gesellen- und Meisterprüfungen. Für die Prüfung müssen gewisse Aktionen im Laufe des Spiels erledigt worden sein. Diese sind auf der eigenen Prüfungskarte abgebildet. Immer wenn eine Aufgabe erledigt ist, wird sie abgedeckt. Sind alle erledigt, darf man einen Lehrling einsetzen, um ihn zum Gesellen auszubilden. Das kostet ein bisschen Geld, gibt aber sofort einen Punkt und man darf sich aus dem Gesellenstapel einen aussuchen. Die Prüfungskarte wird jetzt umgedreht und man kann nun auf gleiche Weise die Prüfung zum Meister ablegen. Beim Arbeiter einstellen kann man nun auch den besonderen Lehrling, den man zu Spielbeginn erhalten hat, anwerben. Diese Lehrlinge stellen aber Bedingungen, die man im Moment des Einstellens erfüllt haben muss. Dafür bringen sie dann im Spiel immer 3 Siegpunkte, wenn sie eingesetzt werden. Bei der Schlusswertung kommen nun die Punkte für Schmuck und besondere Wertungen durch die neuen Arbeiter hinzu. Ja, das Grundspiel Rokoko ist ja an sich schon ein sehr schönes, sehr stimmiges Spiel, was viel Spaß macht und rund ist. Die Erweiterung Schmuckkästchen kommt jetzt mit neuen Aktionsmöglichkeiten daher. Man kann diesen Schmuck herstellen, kriegt dadurch mehr Grundeinkommen, ein paar Punkte und wenn man sich geschickt anstellt, auch noch neuen Stoff. Das heißt, hier hat man einfach eine weitere Möglichkeit, wie man seine Leute einsetzen kann. Dann kann man diese Fortbildung machen. Die Bedingungen für die Fortbildung sind relativ einfach. Also man sieht das hier ganz schön. Man muss mal Stoff besorgt haben oder hier Garn oder Spitze. Das schafft man relativ einfach, weil das sind Aktionen, die man sowieso immer im Programm hat und macht, um voranzukommen. Das heißt, die Bedingungen sind recht einfach. Deswegen kostet es ja auch noch was, diese Fortbildung zu machen. Und wenn man dann seine Leute fortbildet, dann ist es eigentlich eine recht starke Aktion, weil man sich ja einen aussuchen kann aus dem Stapel. Das heißt, wenn man bis dahin schon so eine kleine Taktik für diese Runde entwickelt hat, dann kann man an der Stelle genau den aussuchen, den man für seine Taktik braucht. Und es kann dann schon recht stark sein. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man das Grundspiel schon gut kennt und schon oft gespielt hat und da so seine Lieblingstaktik entwickelt hat, dann kann man auch mit der Erweiterung immer noch diese alte Lieblingstaktik spielen, kann praktisch die Erweiterung komplett ignorieren und kann trotzdem gewinnen. Also die Erweiterung hat jetzt keine so starken Aktionen, dass man die unbedingt benutzen muss, um zum Ziel zu kommen. Und das heißt,
Sie fügt sich gut ein und ist für diejenigen, die das Grundspiel schon sehr, sehr gut kennen, wunderbar, weil sie einfach neue Aktionsmöglichkeiten bietet. Man kann neue Taktiken ausprobieren, man kann wieder gucken, ob man irgendwie hier seinen Weg mit dem Schmuck findet, um besonders schnell und besonders viele Punkte zu bekommen oder auch eben um sein Grundeinkommen sehr schnell zu erhöhen. Und da fügt sich das gut ein. Wenn ihr jetzt aber Rokoko noch nicht kennt und das Grundspiel noch nicht gespielt hat, dann reicht erstmal das Grundspiel, weil es schon in sich sehr stimmig und rund ist. Das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, euch mal anzuschauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Und für diejenigen, die wirklich das schon häufig gespielt haben und eine neue Herausforderung suchen, für die ist das Schmuckkästchen eine gute Gelegenheit, um Rokoko mal wieder auf den Tisch zu bringen und nochmal hier seine Möglichkeiten anzupassen und seine Taktik anzupassen und wieder viel Spielspaß zu haben. Ja, dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck an das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen. Hoffen, ihr lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert unseren Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Ja, dann hoffen wir, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, spiel doch mal.